Aloha Seekräuter, Aloha Wohnzimmerkapitäne. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei dieser Schiffseinweisung zu einem Klassiker im Spiel, kann man sagen. Und zwar der Prinz Eugen oder Prinz Eugen, je nachdem, wie ihr das dann betonen möchtet. Ich möchte darüber keine Diskussion führen, das ist aber so, ja, relativ. Muss jeder selber wissen, wie er sie ausspricht, aber wir haben ihn hier, unseren deutschen schweren Kreuzer, T8, ein Premium-Kreuzer, der Admiral-Hipper-Klasse, wo vorne schon als Namensgeber der Klasse, die Admiral Hipper als Forschungsbaumschiff schon im Spiel gibt. Aktuell ist dieses Schiff im Premium Store für 37,17 Euro mit einer besonderen Tarnung dabei, die es auch nochmal in sich hat. Es ist nämlich eine Typ 30 Tarnung und da gehen wir dann später nochmal drauf ein. Kurz zur Geschichte, am 1.8.1940 wurde das Schiff in Dienst gestellt, ist dann zu berühmten und bekannten Unternehmen aufgebrochen, zum Beispiel Unternehmen Rheinübung. Das war das Auslaufen zusammen mit der Bismarck. Im Zuge dessen und deren Aufklärung wurde dann die Hood zum Beispiel versenkt und die Prince of Wales schwer beschädigt. Dann setzten die Briten alles daran, die Bismarck zu versenken. Und darauf hatte sich die Prinz Eugen von dem Verband gelöst. Sie wurde aus dem Verband entlassen, musste dann aber trotzdem aufgrund technischer Probleme zurück nach Brest. Und dann kam das Unternehmen Cerberus. Der Durchbruch durch den Ärmelkanal zusammen mit der Gneisenau und der Scharnhorst, was erfolgreich verlief. Später im Verlauf des Krieges unterstützte dann dieses Schiff zum Beispiel die Truppen an der Ostfront durch Landbeschuss. Nach dem Krieg wurde durch ein Los entschieden, dass dieses Schiff in die Hände der USA fällt. Wurde dann 1946 überführt, unter anderem nach Boston. In Boston wurden da technische Geräte ausgebaut, sowie die beiden Rohre im ersten Turm, im Turm Alpha, also der Turm hieß irgendwie Graz. Und wurde dann halt weiter überführt an die Westküste. Da wurde dann die Hydrofon noch ausgebaut, nachdem festgestellt wurde, dass das doch was ganz Tolles war, offensichtlich. Und dann kamen die leidlichen Atomtests, die dann im Bikini-Atoll durchgeführt wurden, wo die Prinz Eugen hier die Sachen weitestgehend unbeschadet überstand, während alle anderen Schiffe da bereits schon gekentert waren. Es gab dann eine kleine Leckage, die nicht behoben wurde und aufgrund dessen kenterte das Schiff dann am 22. Dezember 1946 von einem anderen Atoll, wo das Schiff noch hingeschleppt wurde, so 250 Meter vom Strand. Bei Wikipedia, wenn ihr da Prinz Eugen sucht, dann könnt ihr das Schiff und das Foto von 2018 noch sehen. Jetzt kommen wir aber zu der Interpretation von A World of Warships, von dem Schiff im Spiel. Und wir fangen da zuerst, wie ihr das schon kennt, mit der Panzerungsanordnung an. Ich möchte an dem Punkt gleich schon mal sagen, ich habe hier nur einen 10er-Kapitän auf dem Dampfer. Und so ist auch das Replay, was ihr gleich sehen werdet, gefahren worden. Ich werde euch trotzdem nachher noch Informationen geben, wie ich einen 19er-Kapitän hier skillen würde. Ich wollte es euch nur von vornherein sagen, dass manche Werte hier noch nicht dem ausgebauten Zustand, also mit einem 19er Kapitän, entsprechen. Zuerst kann man hier die Panzerung vorne natürlich erwähnen. 27 mm ist die typische Panzerung für einen schweren Kreuzer. Overmatch erst ab 387 mm, heißt Tirpitz, Bismarck, Richelieu, Jean Bar, Bourgogne, können da alle abprallen, ja, wenn ihr euch richtig anstellt. Die overmatchen euch nicht, also die Panzerung wird nicht ignoriert. Das ist ja diese Geschichte, ist die Granate vom Kaliber 14,3 mal größer als die Panzerung, auf die sie trifft, wird die Panzerung ignoriert. Und das ist jetzt hier eben ja, bis 387 mm nicht der Fall. Dann gibt es hier vorne einen Panzergürtel, der 40 mm dick ist, der dann aber schon einen kleinen Nachteil beinhaltet. 40 mm kann nicht overmatched werden durch die Spielmechanik im Spiel, aber eben 27. Und die Admiral Hipper, mit der wir das Schiff hier so ein bisschen vergleichen wollen, hat durchgehend 40 mm da, so gut wie durchgehend. Ne? Aber die Prinz Eugen eben nicht. Die hat nämlich hier im vorderen Bereich 27, und das sieht übrigens an der anderen Seite ganz ähnlich aus, auch 27 mm, also da gibt es keine Unterschiede. Dadurch ist sie natürlich frontal eine Ticken anfälliger. An den Seiten haben wir 27, wir haben hinten 27, außer hier, da bei den Wellen, da haben wir 70 mm. Deck hat auch durchgehend 27, Aufbauten 16 und die Türme sind vernünftig gepanzert. Da hatte ich selten Probleme mit. Wenn wir das jetzt einfach mal ausblenden, dann gucken wir uns hier mal die Kasematten an und die Turtleback-Panzerung, die ihr hier von der Anordnung gut sehen kann, also diese überhängende Kasematte sozusagen. 80 mm, dann haben wir hier innen 40 und hier dann nochmal 20. Mit den äußeren 27 sind wir insgesamt bei 167 mm Panzerung und die Admiral Hipper hat da 157 mm. Wo ist da der Unterschied bei der Admiral Hipper? Hier. Da sind es nämlich 40 mm bei der Prinz Eugen, das heißt, da kann kein Overmatch stattfinden. Bei der Admiral Hipper, da
ist hier der Zipfel, also der ganze innere überlappende Bereich, 30 mm. Da denkt man jetzt, ach, das ist ja gar nicht so schlimm. Das ist schon ein Problem, gerade wenn man von größeren Kaliber beschossen wird. Wenn nämlich jetzt zum Beispiel die Republik, die hat 431 mm, hier durchkommt, durch die 80 mm, dann kann man ja durch die Schräge hoffen, dass vielleicht ein Abprallwinkel entsteht. Ja, bei 40 mm würden die 481 mm oder größer, also auch die 460 mm noch abprallen, wenn der Winkel nicht hinhaut. Bei 30 mm würde nämlich das einfach overmatched werden. Und darum ist die Hipper in dem Bereich sogar einen ganz kleinen Ticken anfälliger als das, was die Prinz Eugen hier mitbringt. Die nächste große Anfälligkeit des Kreuzers ist Plugging Fire, also Sturzfeuer oder wie auch immer man das dann übersetzen will, Steilfeuer. Granaten kommen in einem relativ guten Winkel, also für die Granate ein guter Winkel, relativ steil aufs Deck. Und wir haben hier 27 mm und wenn wir das Deck hier wegnehmen, haben wir hier nur nochmal 30. Also 57 mm Panzerung müssen dann nur überwunden werden und schon ist man in der Zitadelle drin. Das ist übrigens anfälliger als viele andere Kreuzer. Der Amerikaner oder der Japaner, die sind nicht so anfällig für solchen Steilbeschuss wie jetzt hier die Prinz Eugen oder eben auch die Admiral Hipper, ne, die dafür auch sehr anfällig ist. So, wollen wir hier nochmal ganz kurz reingucken. Hier vorne die Kasematte querab 25 mm und die Zitadelle querab 80. Hinten sieht das ganz genauso aus, nur dass es ein bisschen größer ist. Gut, das ist das, was man aktuell zur Panzerung sagen kann. Und ich schicke euch jetzt im Gameplay und wir schauen uns dann gemeinsam die Werte an und werden sie so ein bisschen vergleichen mit der Hipper und anderen Kreuzern, die aktuell im Spiel sind. Angefangen bei den Trefferpunkten. 45.000 Trefferpunkte glatt stehen hier zur Verfügung und ein Torpedoschadensverringerung von 10%. Die Trefferpunkte sind für einen T8-Kreuzer sehr viel, also da sind wir mit ganz vorne dabei von den Trefferpunkten her. Das ist wirklich ein guter Wert. Torpedoschutz 10%, auch gut. Es gibt Schiffe auf T8, die haben gar keinen Torpedoschutz, auch bei den Kreuzern. Es gibt allerdings auch Schiffe, die haben einen Ticken mehr an Torpedoschutz. Die Bayard zum Beispiel, die ja erst vor kurzem ins Spiel kam, im Vergleich zur Prinz Eugen, die hat 28%. Also wir sind hier irgendwo in dem Mittelfeld. Es gibt auch, wie gesagt, eine ganze Menge Kreuzer, die gar keinen Torpedoschutz haben. Von daher ganz okay im Vergleich dazu die Admiral Hipper, die hat weniger Trefferpunkte, nämlich nur 43.800. Dann kommen wir zu einem der Prunkstücke, und zwar der Artillerie des Schiffes. Die Artillerie hat 4 Türme A2 Rohre 203 mm mit einer Hauptgefechtsreichweite von 17,5 km. Das ist soweit deckungsgleich mit der Admiral Hipper, die kann sogar nochmal 200 Meter weiterschießen. Die Ladezeit der Türme, der beträgt hier 13 Sekunden, Admiral Hipper schneller 11,5 Sekunden. Turmdrehzeit 22,5 ist übrigens ziemlich zügig für einen schweren Kreuzer. Das ist hier auch noch ungeskillt. Das kann man nachher mit dem Elite-Schützen noch weiter runterskillen. Dann sind wir so bei 20 Sekunden ungefähr. Maximale Streuung 143 Meter. Sigma-Wert 2,0. Also ja, eine Kreuzerstreuung ziemlich angenehm. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt, der dann wieder typisch deutsch ist. Wir haben hier ein Viertelpenetration der Sprenggranaten. Das heißt, ihr könnt mit eurem Kaliber 50 mm Panzerung durchschlagen. Das heißt, Kurfürst, amerikanische Schlachtschiffe, britische Schlachtschiffe, französische Schlachtschiffe, da kommt ihr sogar durchs Deck durch in der Regel. Und ein einziges Schlachtschiff, was mir jetzt spontan einfällt, ist die Kreml oder Kremlin. Die hat 60 mm Deckspanzerung, da kommt er dann in dem Fall eben nicht durch. Ihr habt hier 2500 Alpha-Damage und eine Brandwahrscheinlichkeit von 17%. Der Alpha-Damage der HE-Granate ist schlecht, das ist so typisch deutsch. Wir haben eine gute Penetration, aber einen schlechten Alpha-Damage-Wert. Und die Brandwahrscheinlichkeit ist so lala. Wir haben hier geskillt 17%. Die AP-Granate, die ist dafür eine der coolsten auf dieser Tierstufe. Wir haben hier 5900 Alpha-Damage, das ist ein extrem hoher Wert. Und wir haben eine sehr hohe Minusgeschwindigkeit, HE und AP, 925 Meter die Sekunde. Das macht das Schiff relativ intuitiv, weil ihr halt nicht weit vorhalten müsst, weil ihr den direkten Schuss habt. Hat auch wieder einen Nachteil, wenn ihr hinter Inseln steht, kommt ihr eben nicht so gut über diese Inseln drüber. Das heißt, ihr seid eher ein Schiff, der über flache Inseln schießt, ja, und in der Hoffnung, dass ihr dann immer noch zubleiben könnt, weil euer Turm nämlich hinter dem höheren Punkt versteckt ist. Der Turm ist ja das Entscheidende, ob ihr entdeckt werdet oder nicht. Also die Brücke, besser gesagt. Das ist der Punkt, der da so ein bisschen, ja, nervt bei der einzelnen Geschichte. Auf der einen Seite ist es cool, dass man direkt schießen kann, auf der anderen Seite nervt es eben, wenn man hinter Inseln unterwegs ist.
Die AP-Munition hat Standard-Abprallwinkel. 0 bis 30 Grad ist keine Penetration möglich, es sei denn, man overmatcht. Ne? 31 bis 45 Grad, da gibt es eben dann die Chance auf Penetration oder die Chance auf Abpraller. Das ist dann RNG-lastig, ob man da eben durchkommt oder nicht. Die Normalisierung der AP-Granate, wenn sie dann auf die Panzerung trifft und diese durchbohrt, dann verbessert sich der Winkel des Durchbohrens um 7 Grad. Also die Granate muss weniger Weg in der Panzerung zurücklegen. Overmatch ist hier möglich mit den AP-Granaten ab 14,2 mm. Ich habe mich jetzt gerade nochmal schlau gemacht. Die T7-Kreuzer der Briten, die haben frontal nur 13 mm. Also die würdet ihr mit 203 mm sogar overmatchen. Ja, also wenn ihr mal Top-Tier seid oder Mid-Tier und T7-Kreuzer der Briten, die leichten Kreuzer, mit im Spiel sind, dann haut den auch gerne mal frontal an die Wasserlinie. Und dann knallt es richtig, vielleicht in der Zitadelle. 34 mm Panzerung muss die AP-Munition hier durchschlagen, um scharf zu werden. Und danach setzt dann der Zündverzögerer von 0,033 Sekunden ein. Ja? Und dann wird eben im Optimalfall in der Zitadelle der Alpha-Damage von 5900 Punkten ausgelöst. Hier penetriert auf 5 km Kampfentfernung 342 mm, auf 10 km 254 mm und auf 15 Kilometer eben 193 mm. Das ist so die Kampfstärke des Schiffs. Wenn ihr dann über die Artillerie nicht mehr so viel Eindruck machen könnt, weil ihr inzwischen ja so nah rangekommen seid und man möglicherweise einen Drive-By hat sozusagen, also man hat geschossen und man muss jetzt nachladen, weil 13 Sekunden ist ja die Nachladezeit, dann habt ihr noch Nahkampfstachel, so nennt ich sie. Die Torpedos, die hier nur 6 Kilometer weit schwimmen und 64 Knoten, aber schnell sind. Ist halt gute, ja, wir haben hier eine relativ geringe Nachladezeit, 68 Sekunden, 13.700 Alpha-Damage und wir haben insgesamt 4 Werfer A3 Rohre, also an jeder Seite sind 2 Werfer dabei und damit kann man nochmal nachhelfen, wenn man vorne schon für ein bisschen Schaden gesorgt hat, kann man nochmal nachhelfen und das Schiff dann endgültig versenken, müsst ihr halt aufpassen. In so einem Drive-By kommen ja auch gerne mal Torpedos vom Gegner, ja. Darüber hinaus gibt es natürlich eine Flugabwehr auf jedem Schiff oder fast jedem Schiff. In diesem Fall hier haben wir eine ziemlich gute. Wir haben einen Flugabwehrwert hier im Spiel 70. Gut, das ist natürlich noch nicht ausschlaggebend. Aber im Verhältnis zu anderen Kreuzern auf der Tierstufe 8 ist die Flugabwehr der Prinz Eugen, aber auch eben der Admiral Hipper, ziemlich gut. Die Kurzstrecke ist der kontinuierliche Schaden mit 100 angegeben, 85% Trefferwahrscheinlichkeit bis 2 Kilometer, die Mittelstrecke 254 kontinuierliche Schaden bis 3,5 Kilometer Reichweite bei 90% Trefferwahrscheinlichkeit, die Langstrecke 6 Explosionen 1470 mit 129 kontinuierlichen Schaden bis 5,2 Kilometer. Das ist übrigens alles soweit deckungsgleich. Die unterscheiden sich, die beiden Schiffe, Admiral Hipper oder Prinz Eugen. Die Admiral Hipper hat eine bessere Kurzstreckenflugabwehr, ich glaube 8 oder 12 Punkte besser. Und die Mittelstrecke ist bei der Prinz Eugen besser als bei der Hipper um 4 Punkte. Insgesamt ist die Flugabwehr weitestgehend gleich. Es gibt einen ganz leichten, minimalen Vorteil im Durchschnittsschaden, wenn er dazu sagen will, bei der Hipper eben. Ja. Der nächste Punkt ist die Manövrierbarkeit und da gibt es dann wieder deutliche Unterschiede bei beiden Schiffen. Die Höchstgeschwindigkeit 33,6 Knoten, die ist soweit deckungsgleich mit der Sierra Mike Flagge zusammen. Der Wendekreis bei der Prinz Eugen beträgt 770 Meter, während die Hipper 740 Meter braucht. Und dann kommen wir zur Ruderstellzeit. Wir haben hier 8,7 Sekunden bei der Prinz Eugen. Bei der Admiral Hipper sind wir sogar unter 8 Sekunden, weil die Basisruderstellzeit da quasi schon besser ist, ja. Also ich vergleiche jetzt hier die beiden gleichen Builds. Also ich habe auf der Hipper den gleichen Build nochmal nachgebaut. Das kann man eigentlich ganz gut machen. Deswegen weiß ich diese Zahlen natürlich. Bei der Verborgenheit, auch da ist die Prinz Eugen im Nachteil. 11,7 Kilometer zu Wasser bei der Prinz Eugen, 11,2 bei der Hipper. 6,1 wird die Eugen aus der Luft entdeckt. 5,8 ist es bei der Admiral Hipper, ja. Und auch beim Schießen aus dem Nebel sind wir hier bei 9,13 Kilometer bei der Prinz Eugen und bei der Admiral Hipper bei 8,45. Also ihr merkt, die Hipper
ist in manchen Punkten sogar stärker. Sie kann weiter schießen, sie hat eine schnellere Nachladezeit, sie hat einen besseren Wendekreis, bessere Ruderstellzeit und hat eine niedrigere Verborgenheit, also eine bessere Verborgenheit in dem Sinne. Das sind schon mal so Punkte, da fragt man sich, warum brauchen wir die Prinz Eugen eigentlich oder macht das überhaupt irgendwie Sinn? Aber wir wollen uns dann jetzt mal die Verbrauchsmaterialien angucken, weil natürlich hat der Dampfer auch noch Vorteile. Bei den Verbrauchsmaterialien angekommen sehen wir, dass wir doch relativ reichhaltige Verbrauchsmaterialien haben. Wir haben Schadensbegrenzungsteam 1 und 2, was wir hier unbegrenzt benutzen können. Die Ladezeit beträgt 57 Sekunden in meiner Skillung hier für das Premium-Verbrauchsmaterial. Nochmal als Erinnerung, ihr habt ein Premium-Schiff, ihr verdient die Credits auf jeden Fall. Ihr solltet in allen Slots definitiv Premium-Verbrauchsmaterial, also Schadensbegrenzungsteam 2, Hydroakustik 2 und so weiter, eben benutzen, ne? Dann kommen wir zum zweiten Slot, der T-Virus, wie er auch immer gerne genannt wird, der ist hier im Austausch verfügbar. Wir haben hier Hydroakustische Suche 2, das schöne deutsche Hydro, 4 Kilometer Ortung von Torpedos, 6 Kilometer Ortung von Schiffen. Bei mir ist die Laufzeit 144 Sekunden lang, das liegt daran, dass ich bei den Verbesserungen eine Hydroakustische Suche Modifikation 1 eingebaut habe. Das ist eine spezielle Verbesserung, die könnt ihr in der Waffenkammer unter dem Reiter Verbesserungen kaufen für Kohle. 17.000 ohne Coupon und ich glaube 12.000 oder 12.500 mit Coupon. Wenn ihr die Hydroakustik nicht verwenden wollt, dann gibt es hier eine Auswahl. Das defensive Flakfeuer, was den Schaden pro Sekunde der Flugabwehr um 50% erhöht und die Explosionen um 300% erhöht. Wirkungsdauer 40 Sekunden, Ladezeit 76, 3 Aufladungen. Und das ist alles ohne Inspekteur. Das heißt, mit Inspekteur hättet ihr jeweils noch eine Aufladung mehr. Also bei der Hydro und beim defensiven Flakfeuer 4. Dann kommen wir jetzt zum Jäger, der hätte dann auch 4 und die Reparaturmannschaft hat übrigens dann eben auch 4. Eben schon gesagt, Jäger ist hier auch dabei, 6 Sekunden aktiv, 3 Jäger in der Luft, 85,5 Sekunden ist der Cooldown und ihr könnt das dreimal benutzen, verstärkt dann quasi die Luftabwehr, schießt ein bisschen mehr Flugzeuge ab und dann kommen wir zu dem, was eben die Admiral Hipper eben nicht hat, nämlich die Reparaturmannschaft. Und hier werden 270 Trefferpunkte pro Sekunde 28 Sekunden lang wiederhergestellt, also bis zu 4-mal, wenn ihr den Inspekteur geskillt habt. Das ist also ganz ein beachtlicher Wert, das ist also mehr als die Hälfte des Schiffes, die ihr theoretisch wiederherstellen könntet. Ne? Ihr wisst ja, Blutung oder eben Brände können 100% wiederhergestellt werden, während andere Penetrationen auf dem Schiff dann halt weniger wiederhergestellt werden können. Bei den Verbesserungen habe ich wie folgt geskillt. Ich habe die Hauptbewaffnungsmodifikation 1 drin für die Hauptbatterie, die dann länger überlebt oder weniger häufig ausfällt. Und ich habe natürlich dann hier auch eine Verbesserung für die Torpedowerfer. Auch da fallen sie weniger aus und überleben länger. In Slot 2, wie eben schon gesagt, hydroakustische Suchemodifikation 1, Wirkungsdauer der Hydroakustik um 20% verlängert. Das hat quasi keinen negativen Effekt, außer, dass ihr eben zu dem Zeitpunkt eben die anderen Modifikationen nicht einbauen könnt, also Schadensbegrenzungssystemmodifikationen oder solche Sachen. Aber die Hydroakustik ist hier wirklich eine sehr, sehr sinnvolle Geschichte, gerade weil ihr schon so ein gutes Hydro habt. In Slot 3 gibt es bei mir nur eine Wahl, die Zielsystemmodifikation 1, weniger horizontale Streuung, also die Streuungsellipse wird 7% kleiner. Und wir haben eine Drehgeschwindigkeit bei den Torpedowerfern um 20% erhöht, das kann mal helfen. Ja, ist jetzt nicht so zwingend, dass wir den Vorteil noch mitnehmen, aber die Streuung wollte ich auf jeden Fall verbessern. Die anderen Dinge machen für mich wenig Sinn, auch wenn wir bei der Flak, wenn wir die Flak-Modifikation 1 noch einbauen, mehr Explosionen hörten, aber den kann man gut ausweichen, wenn man erfahrener Flugzeugträger ist. Deswegen skilligt das in der Regel nicht. In Slot 4 gibt es dann die Steuergetriebe-Modifikation 2, um besser den Beschuss ausweichen zu können. Gerade Distanzfeuer ist ja für uns ganz besonders gefährlich, wie wir schon gelernt haben. Also versuche ich da mit der Ruderstellzeit den Beschuss eher auszuweichen. Ist nicht immer einfach, man kann nicht alles verhindern, aber das ist ganz angenehm. So fährt sich das mehr wie ein Kreuzer, der Dampfer. Und in Slot 5 habe ich hier mich für die Tarnsystemmodifikation entschieden. Die Erkennbarkeit wird um 10% gedrosselt sozusagen, gemindert. Ne? So komme ich dann auf 11,7 Kilometer, respektive 6,1 aus der Luft. Und ja, das waren die Verbesserungen, die ich eingebaut habe. Die Signale ist auch relativ schnell erklärt. Erste Reihe oben links angefangen, November Echo Set 7, mehr Flakschaden. Dann haben wir India X-Ray und Victor Lima, um die Brandwahrscheinlichkeit zu erhöhen, bringt jeweils 1%, also ist nicht so wenig. Sollte man auf jeden Fall mitnehmen, gerade weil man auf Distanz mit der Prinz Eugen auf jeden Fall HE schießen sollte, aufgrund der guten Pen. Und ja, das sorgt ja dann immer noch für eine gewisse Brandwahrscheinlichkeit, sodass dann Brände entstehen und dann kann man sich schon mal am Anfang des Gefechts so ein bisschen Schaden auf Damage-Meter holen und später geht es ja dann sowieso eher weiter nach vorne. Ne? Je nach, ist natürlich situationsabhängig, ohne Frage. Keine pauschale Aussage.
Dann geht es in der zweiten Reihe weiter von oben. November Foxtrot, Ladezeit für Verbrauchsmaterialien wird kürzer, also 5% schneller könnt ihr dann wieder eure Verbrauchsmaterialien benutzen, die ich eben schon erwähnt hatte. Höchstgeschwindigkeit muss hier unbedingt drauf, weil ihr eh einer der langsamsten Kreuzer auf der Tierstufe im Spiel seid. Ja, also da gibt es viele Kreuzer, die einfach schneller fahren als ihr, die dann teilweise auch Motorboost haben und so weiter. Ne, eine Charles Martel hat Motorboost, aber auch hier die amerikanischen Kreuzer und japanischen Kreuzer fahren alle schneller als ihr. Das ist ein großer Nachteil der Deutschen. Dann haben wir die India-Delta-Flagge, die auf diesem Dampfer hier Sinn macht. Auf der Admiral Hipper nicht, weil die ja keine Reparaturmannschaft hat, aber auf der Prinz Eugen, da haben wir eine und die muss hier rauf. India-Delta. Dann habe ich hier Juliet Yankee Biso 2, minus 20% Reparaturdauer des Wassereinbruchs und die India Yankee, Zeit für die Brandbekämpfung um 20% reduziert, also ihr lebt länger in dem Sinne. Das sind so Pflichtflaggen, ja. Dann haben wir 8 Stück drauf und dann müsst ihr entscheiden, wenn ihr mal ökologische Flaggen. Wenn ihr ökonomische Flaggen benutzen wollt, dann müsst ihr halt gucken, was ihr eben weglassen könnt. Dann kommen wir zur Tarnung. Und da gibt es eben diese Typ 30 Tarnung, die noch den Vorteil hat, also Erkennbarkeit zu Wasser minus 3%, Streuung der Granaten plus 4%, die vom Gegner abgeschossen werden auf euch, Schiffswartungskosten um 10% reduziert, EP-Gefecht plus 50%. Das ist jetzt der ganze Standard. Ne? Aber da gibt es noch einen Punkt, der nur bei dieser Tarnung hier von der Prinz Eugen so ist. Kapitäns-EP plus 50%, also in der Kombination der ganzen Bonis der Tarnung ist das schon ganz krass und die bekommt ihr eben zum Schiff dazu. Und dann gibt es eine Tarnung, die könnt ihr in-game kaufen, das ist die Adler-Tarnung. Die hat nochmals zu den gleichen Werten eben den Vorteil, dass es 10% mehr Creditpunkte im Gefecht gibt. Da müsst ihr nochmal 3000 Dublonen extra ausgeben, wenn ihr dieses Schiff kaufen solltet. Die ist nämlich nicht standardmäßig dabei. Beide Tarnungen habe ich euch eingeblendet und dann kommen wir zum Kapitän. Vorrangiges Ziel habe ich als erstes geskillt. Ich möchte wissen, wie häufig ich aufgeschaltet werde. In der zweiten Reihe gibt es dann den Adrenalinrausch. Ich bekomme Schaden und dafür erhöht sich meine Nachladegeschwindigkeit der gesamten Bewaffnung. In der dritten Reihe Sprengmeister. Mehr Brandwahrscheinlichkeit für die HE-Granaten ist wichtig. Ihr habt relativ wenig und gerade am Anfang des Gefechts setze ich gerne auf HE-Granaten. Den guten Pen kann man gut schon mal ausnutzen auf große Distanz. In der vierten Reihe habe ich den Tarnungsmeister drinne. Und dann baue ich weiter in Zukunft. Ich werde den Inspekteur skillen, damit die Verbrauchsmaterialien eine Aufladung mehr bekommen. Und dann gehe ich auf den Elite-Schützen, um die Turmdrehzeit einfach zu erhöhen. Das ist angenehm, macht das Schiff einfach nochmal ein bisschen sportlicher, sage ich es einfach mal. Dann haben wir 15 Skillpunkte vergeben. Und was ihr mit den letzten 4 macht, ist so ein bisschen nach eurem Ermessen. Ich werde mir überlegen, die Schießgrundausbildung reinzusetzen, um den Flakschaden zu erhöhen. Und dann hätte ich noch einen Skillpunkt zur Verfügung, da entscheide ich mich dann zwischen Ladeexperte oder präventive Maßnahmen. Ich tendiere im Moment mehr zu Ladeexperte, um schneller zwischen HE und AP umschalten zu können. Wenn ihr das nicht tun wollt mit den letzten 4 Skillpunkten, dann entscheidet euch für 1000 Sasser und danach höchste Alarmbereitschaft. Das sorgt dafür, dass ihr schneller eure Schadensbegrenzungsteams benutzen könnt und alle Verbrauchsmaterialien schneller nochmal parat sind. Gerade auch in Verbindung mit der Signalflagge, die wir am Anfang geskillt haben. Macht das ordentlich was her und sorgt dafür, dass ihr deutlich länger im Gefecht überleben könntet. Nachdem wir uns mit dem Kapitän beschäftigt haben, kommen wir jetzt noch zum Pro und Contra. Ich gehe das mal im Schnelldurchgang so ein bisschen durch. Das Schiff hat sehr viele Trefferpunkte, mit die meisten eines T8-Kreuzers überhaupt im Spiel. Eine Sache, die man nicht unterschätzen sollte. Die Reichweite 17,5 Kilometer, 17,7 ist bei der Hipper sogar anliegend. Das ist auch ein sehr großer Vorteil, da die Grundreichweite sehr gut ist. Dann haben wir eine hohe Granatengeschwindigkeit und eine sehr gute AP-Granate. Das ist definitiv auch noch so ein Pluspunkt. Die Granatengeschwindigkeit sorgt eben dafür, dass ihr sehr intuitiv vorhalten könnt und sehr gut euch einzählen könnt. Gerade für Kapitäne, die recht neu in World of Warships sind, die in den ersten 200, 300, 400 Gefechten diese hier Prinz Eugen vielleicht gekauft haben. Da hilft euch das. Außerdem könnt ihr da natürlich auch die deutschen Kapitäne ganz gut drauf ausbilden. Ihr kriegt ja auch immer noch ein paar mehr Credits. Panzerungsschema sorgt dafür, dass ihr über 380 mm Granaten noch abprallen lassen könnt. Und das ist eine ziemlich coole Geschichte. Und eine Reparaturmannschaft und die gute Flak. Das halte ich auch noch für sehr, sehr gut. Nachteilig. Jetzt sind nur 8 Läufe. Das heißt, ihr habt nur 8 Granaten in der Luft. Viele Schiffe auf der Tierstufe haben 9 oder mehr Granaten dabei, die Atago hat sogar 10. Der Reload ist relativ langsam hier bei der Prinz Eugen, 13 Sekunden, viele Schiffe haben 10, die Hipper hat 11,5. Dann ist das Schiff nicht sonderlich schnell, ja, viele Schiffe sind auf der Tierstufe schneller, also da seid ihr dann eher ein bisschen leichter abzuhängen.
nur Nahkampfstachel als Verteidigung, sozusagen 6-Kilometer-Torpedos, die dann zwar ordentlich Wumms haben, aber ihr müsst auch erstmal hinkommen, in die Verlegenheit, diese Torpedos einsetzen zu können. Der HE-Alpha-Damage ist für mich ein Problem. Der Pen und die Brandwahrscheinlichkeit ist so, also der Pen ist gut, die Brandwahrscheinlichkeit ist so medium, aber der Alpha-Damage ist halt so, also ziemlich das Schlechteste, was man haben kann bei dem Kaliber. Die Sichtbarkeit, 11,7 Kilometer, halte ich für relativ hoch, ist, habe ich auch erst auf die negative Seite geschrieben. Und dann habe ich hier noch Steilfeuer. Das heißt, Steilfeuer ist das Feuer, was ihr bekommt aus größerer Distanz und wo die Granaten relativ steil aufs Deck rauffallen. Da ist die Prinz Eugen relativ verwundbar, genauso auch die Admiral Hipper. Wo euer Deck eben nur 27 mm hat und darunter die Zitadelle direkt kommt mit 30 mm. Das heißt, ihr habt nur 57 mm Panzerung zwischen dem Deck, Oberfläche und der Zitadelle darunter. Viele Schiffe. Die ganzen Amerikaner, alle Japaner sind viel, viel besser geschützt vor Sturzfeuer. Und das ist ein großer Nachteil dieses Kreuzes. Da muss man eben aufpassen, dass man das mit der Wendigkeit vielleicht ein bisschen dieses Sturzfeuer vermeidet. Das war's mit der Schiffseinweisung zur Prinz Eugen, Admiral Hilber, kann man ja schon fast mitsagen. Da gibt's ja viele deckungsgleiche Bereiche. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, Abo, Glocke drücken und vor allen Dingen weiterempfehlen. In dem Sinne, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Video, zum nächsten Livestream hier auf dem YouTube-Kanal. Euer Seacrouds-Team, euer Andi. Ciao, ciao.